Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Max Eberl sagt aber, Gladbachs Manager, es hat alles schon so einen faden Beigeschmack, weil es im Grunde ja genommen, das was auch Sie sagen, eigentlich zwei Kader sind, aus denen du nahezu schöpfen kannst. Was für böses Blut so sorgt im Augenblick bei RB Leipzig, ist natürlich ein Verein, der sich selber finanziert. Sie haben eine große Geldquelle, die bereit ist, jede Infrastruktur zu bezahlen. Das sieht man, was in Leipzig entstanden ist. Sie haben eine klare Philosophie, was auch Spieler angeht, die sie suchen. Sie suchen nur junge Spieler. Sie geben einen bestimmten Teil ihres Geldes dafür aus, aber investieren natürlich auch in die Ausbildung. Und ich sag, so schön das ist, was RB Leipzig macht dort, sie bringen immer wieder Konflikte dahin, weil sie sehr, sehr aggressiv im Ausbildungsbereich scouten. Sie interessiert überhaupt nicht, dass es ein Gentleman Agreement gibt in den Nachwuchsleistungszentren. Sie holen sich die jungen Spieler, die sie haben wollen. Und wenn es sein muss, inklusive Familie auch schon zur C-Jugend. Sie haben eine tolle Infrastruktur, sie bilden wunderbar aus, aber das ist eigentlich das große Kriterium, dass sie auf dem deutschen Markt wildern, wie sie wollen. Und mit einer Finanzkraft, die in Deutschland seinesgleichen sucht.